Ich werde oft gefragt, wie ich das mit meinen Locken hinbekommen habe. Ich stelle euch heute zwei Spülungen vor, die ich verwende, so immer wieder mal gewechselt. Die sind beide von Alverde. Und wie ich damit zurechtkomme, sieht man zum einen und zum anderen erzähle ich es dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich möchte mich hier auch so ein bisschen mehr mit Haarpflege auseinandersetzen, weil die zum einen eben auch wichtig ist für eine Haarstruktur wie meine, wenn man Locken hat. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich da am Anfang so ein bisschen schwer getan. Ich tue nicht wirklich viel für meine Locken, dazu wird es ein extra Video geben. Es soll heute mal um zwei Spülungen gehen, die ich mir bei DM gekauft habe. Und ein kleiner Hinweis, auf was ihr achten sollt, wenn ihr so Spülungen kauft. Es ist wichtig, dass du weißt, wie deine Haarstruktur ist. Ich habe viele Haare, ich habe aber feine Haare und Haare, die Protein brauchen. Wie erkennt man das? Du reißt dir ein Haar aus und ziehst es mal in die Länge. Bricht dein Haar sofort, wie bei mir, hat es Proteinmangel. Zieht sich dein Haar nur wie Gummi auseinander, hast du meistens Feuchtigkeitsmangel. Du kannst natürlich auch beides machen, aber es macht dann nicht viel Sinn, wenn du schon genug Protein in den Haaren hast, brauchst du es halt nicht. Bei mir ist halt eben der Fall, ich habe ewig lang keine Spülung mehr verwendet, dachte auch, das schadet mir mehr oder minder, wusste eben auch nicht, auf was ich achten soll und bin hergegangen und habe so ein bisschen mal studiert, was es bei DM gibt. Und musste echt lachen. Bei den Alverde-Sachen gibt es auch eine Lockenreihe. Und diese Lockenreihe basiert nur auf stark pflegenden Substanzen. Und in dieser Lockenreihe ist lustigerweise gar kein Protein enthalten. In jeder anderen Spülung oder in fast jeder anderen Spülung von Alverde sind Proteine drin. Es sind zwar nicht allzu viele drin, es ist nicht der Hammer, aber es ist in Ordnung und für den Preis kann man echt nichts sagen. Fangen wir mal mit der Sensitivspülung an. Die verwende ich gerade. Das ist so ein bisschen meiner Meinung nach irreführend, denn sensitiv ist diese Spülung nicht. Die ist viel zu aggressiv formuliert, die auf die Kopfhaut zu bringen. No way, absolut nicht. Also ich finde es immer so ein bisschen schade von so Marken, dass sie halt eben immer so ein bisschen irreführen. Und da ist zum einen Alkohol drin, was nicht gut ist für eine empfindliche Kopfhaut. Dann sind ein Haufen Duftstoffe drin, die auch nicht gut sind, wenn du eine irritierte Kopfhaut hast. Also alles andere ist in der Spülung echt in Ordnung. Und bei mir ist es nicht ganz so brisant, wenn ich sowas verwende. Im Gesicht ist es mir schon wichtiger, wenn es so Rinse-Off-Produkte sind, die man wieder rauswäscht. Alles kein Ding. Den Geruch mag ich nicht von dem Produkt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich der irgendwie so stört, aber ich mag es nicht. Der Geruch geht für mich gar nicht. Deswegen werde ich dieses Produkt, denke ich, nicht mehr kaufen. Es sei denn, es ist die Feuchtigkeitsspülung nicht da. Aber ich mag den Geruch halt einfach gar nicht. Bei solchen Spülungen ist es wichtig, dass du dir nicht die einfach so auf den Kopf knallst. Auf die Kopfhaut würde ich eh niemals eine Spülung geben, auch wenn du trockenere Haut hast. Gehst du eher her und verwendest ein gutes Öl, aber dann auch immer auf feuchte Kopfhaut auftragen. Also Spülung würde ich mir niemals auf die Kopfhaut geben, weil es da eben auch immer Waschsubstanzen drin sind. Hier sind es die Kokoglucoside, das reinigt halt eben auch. Also weg von der Kopfhaut und bei fettigen Haaren, wie jetzt bei mir der Fall ist, gehört es schon mal dreimal nicht auf die Kopfhaut. Und da ist es wichtig, dass du die Praying Hands Methode verwendest und über Kopf halt wirklich die Spülung dann auch so im Haar verteilst. Und so mache ich das auch. Und die zieht auch recht gut ein, kannst echt nichts sagen. Und für 1,95 Euro ist das wirklich in Ordnung. Es macht einen guten Job, aber ich bin der Meinung, da geht noch mehr. Ne? Also ich habe ein bisschen Haarpflegeprodukte im Auge, die möchte ich hier auf dem Kanal auch noch vorstellen. Aber so, wenn dir mal eine Spülung ausgeht und du mal kurz was holen möchtest, Sensitivspülung, du musst aber okay sein mit dem Duft. Und lass dich nicht in die Irre führen von diesem Sensitive. Sie ist nicht arg schwer, sie ist auch nicht arg fettig, aber Sensitive ist die nicht, absolut nicht.
Und ähnliches zählt natürlich für die Feuchtigkeitsspülung, die ist so ein bisschen reichhaltiger formuliert, aber auch das ist in Ordnung. Auch hier sind wieder Waschsubstanzen drin, auch hier sind Kokoglucoside drin und auch hier haben wir das Weizenprotein drin. Das eben für meine Haare, eben wenn du Proteinmangel hast und eben eine gleiche Haarstruktur hast, wichtig ist, weil so kriegen sich auch deine Haare wieder einigermaßen. Ne? Das ist halt echt wichtig. Ist auch jetzt nicht mein Favorit und für Leute, die eben Kokosduft nicht mögen, ist das auch gar nichts. Das riecht halt extremst nach Kokosnuss. Extremst, das hat noch so einen fruchtigen Touch drin. Und ich war eigentlich auf der Suche, deswegen bin ich eben auf das umgestiegen. Ich war eben auf der Suche nach einem, was nicht so intensiv riecht. Ich finde, sie riechen beide sehr intensiv. Aber auch das macht einen echt coolen Eindruck und es macht einen guten Job vor allem. Also ich habe da nicht irgendwie übermäßig fettige Haare danach oder so. Zumal es eben auch wichtig ist, wenn du eben fettige Haare hast und du die zu oft wäschst. Und du deine Haare und deine Kopfhaut eben austrocknest, dass die umso schneller nachfettet. Wie gesagt, gib dir niemals Spülung auf die Kopfhaut, würde ich dir nicht raten, damit tust du dir keinen Gefallen. Lieber die Kopfhaut feucht machen, ein gutes Öl drauf geben und das wieder gut abwaschen. Aber bei fettigen Haaren brauchst du das eh nicht. Beide kosten 1,95 €. Kann man wirklich nicht sagen. Und beide machen, wie schon erwähnt, einen richtig guten Job, wenn dich der intensive Geruch nicht stört. Der bleibt definitiv nicht im Haar, aber er ist halt schon dementsprechend intensiv. Und beide Reihen werben damit, dass sie klimaneutral sind und eben Projekte unterstützen. Auch da würde ich jetzt mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen und sagen, ah, ich kaufe das, weil das ist klimaneutral. Ich finde es immer gut, wenn das eben Unternehmen machen und ich achte eben auch so ein bisschen darauf, dass ich eben Produkte verwende, die kein Mikroplastik enthalten und das zählt eben für Haarpflegeprodukte auch. Habt da bitte ein Auge drauf. Und meistens ist es bei Naturkosmetik so, dass da kein Mikroplastik drin ist. Da darf es, glaube ich, sogar noch nicht mal drin sein. Deswegen, da tust du dir am allereinfachsten, wenn du keine Lust hast, Inhaltsstoffe zu lesen, kauf dir Naturkosmetik. Ganz, 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 ganz wichtig. Weil es ist immer noch ein großes Problem, es ist immer noch ein riesengroßes Problem in unseren Weltmeeren und wir müssen da was dagegen tun. Und den kleinsten Schritt, den wir machen können, ist andere Produkte verwenden. Und da ist eben kein Mikroplastik enthalten. Jetzt würde mich noch an der Stelle interessieren, welche Haarspülung oder welche Produkte verwendest du bei deiner Haarpflegeroutine, wenn du Locken hast wie ich? Gerne auch unten in die Kommentare Tipps für mich. Kann ich immer gut gebrauchen. Wenn du mit beiden Produkten nicht zurechtgekommen bist, schreib es auch ebenfalls in die Kommentare. Es ist immer wichtig, dass man eben unterschiedliche Meinungen hat, denn jedes Haar ist anders, jede Haut ist anders. Man kann das nicht allgemein so darlegen. Es ist nur wichtig, dass du schreibst, was für ein Haartyp du bist, was für eine Haarstruktur du hast und wie du mit der Sache zurechtgekommen bist. Würde mich freuen, würde auch meine Zuschauer freuen, wenn du ein bisschen an den Kommentaren teilhaben würdest. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Also wir treffen uns in den Kommentaren wieder. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.